Der Bruder fragt, ist eine Meinungsunterschied oder sind die Meinungsunterschiede eine Rahma von Allah? In der Regel nicht. Weil der Meinungsunterschied ist eine Ausnahme. Es darf eigentlich keinen Meinungsunterschied geben. Aber es ist die Natur. Ja? Die Menschen haben sich in der Zeit des Propheten, also die Sahaba, haben Meinungsunterschiede gehabt. Die Gelehrten danach bis heute, das ist eine Natur, das kann man nicht vermeiden. Aber es darf nicht sein, eigentlich. Das heißt, es ist nicht verboten, aufgepasst, es ist nicht verboten, Meinungsunterschied zu haben, aber es sollte eigentlich nicht sein. Man sollte eigentlich eine Meinung haben. Deswegen, wenn Isa a.s. kommt und Al-Mahdi, dann wird es nur noch eine Meinung geben, dann wird es keine Meinungsunterschiede geben. Dann wird es nicht mehr Hanafi, Maliki, Shafi'i geben, dann wird es nur noch einen Weg geben, weil Isa a.s. wird zwar nur als Prophet kommen, mit keinem neuen Gesetz, aber er wird ein Prophet sein, der von Allah die Unterstützung bekommt und der die Wahrheit sagt und der die Scharia des Propheten s.a.w. auf beste Art und Weise praktiziert. Und er wird den Leuten sagen, das ist die richtige Meinung. Und er wird den Leuten sagen, so muss man beten. Er wird den Leuten sagen, so muss man die Hajj vollziehen und so weiter. Das heißt, diese ganzen Meinungsunterschiede werden dann aufgehoben. Wallahu a'lam. يا ذاكر الأصحاب كن متأدباً